Einen wunderschönen guten Morgen am Sonntag, ihr Lieben. Wir schauen mal an, was ich transformieren will heute. Ja, bewahre deinen Glauben. Hier geht es darum, dass man vielleicht in der Situation steckt, in der man nicht weiterkommt, wo man schon vom Glauben abgefallen ist, wo man überhaupt nicht versteht, wieso, weshalb, warum. Nichts geht weiter, nichts entwickelt sich in eine bestimmte Richtung. Und hier werden wir daran erinnert, dass wir uns auf das berufen, was uns nährt, trägt und schützt, nämlich unser Glaube. Nicht vom Glauben abfallen, das ist eine große Sache, weil wir immer wieder herausgefordert werden im Leben. Da gibt es vielleicht Situationen, wo die Verwirrung groß ist. Dies sind übrigens die Intuitionskarten von Martin Zoller. Und wo man nicht genau weiß, wie man handeln soll. Hier steht man so ein bisschen im Nebel. Es ist nicht so klar, was getan werden darf oder ob man überhaupt mal ins Handeln kommt. Und der Punkt des Durchblicks naht. Ja. Irgendwie ist man so ausgebremst zwischen nach vorne gehen und Auszeit. Ne? Hier raten die Karten, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann nimm es mal so an. Es ist eben so, dass es Zeiten gibt, wo nichts nach vorne geht oder wo die Verwirrung ziemlich groß ist. Hier nimmt man Distanz auf. Ne? Man hat dieses große Pendant zwischen Aktion und Ausruhen. Nichts tun können, einen hohen Grad des Nebels, die Möglichkeit auch durch Handeln in eine falsche Richtung zu laufen. Die Fülle steht vor der Tür, bewahre dir deinen Glauben auch für die Fülle. Und möglicherweise ist es gerade so ein Punkt, denkt immer dran, das ist eine kollektive Energie, wo man jetzt auch, sagen wir mal, sein Sparschwein nicht zerschlagt, sondern wo man jetzt eben abwartet, Auszeit nimmt, dass man versucht, den Glauben zu bewahren, auch wenn es jetzt gerade nicht so fließt, dass die Fülle vor der Tür steht. Es kann emotional sein oder auch materiell, je nachdem, was jeder mit dem Thema Fülle verbindet. Möglicherweise fließen die Finanzen auch gerade nicht so, weil irgendwo ein Punkt ist, wo man nicht so kann oder wo man vom Außen auch ein bisschen dazu gezwungen wird. Wir haben das Element Feuer, ne? Hier wird Energie frei, Energie gelenkt. Man darf sich fragen, für was brennt man oder ist man ausgebrannt? Es geht auch ein bisschen um den Glauben an die Liebe. Wir haben unten im Thema den Verlust der Ganzheit. Also irgendetwas erinnert uns, dass wir vielleicht am Verlieren sind, verloren haben. Es mangelt an Finanzen, an Liebe, an Energie, an Lebensenergie. Und jetzt kommt die Transformationskarte und sagt, hier behalt dir mal deinen Glauben. Verluste gehören dazu. Manchmal verlieren wir, manchmal gewinnen wir, manchmal sind wir handlungsunfähig, manchmal nicht. Die Antwort liegt bei dir im Innern. Um aus der Verwirrung rauszugehen oder aus den Momenten, wo man die Richtung nicht so richtig sieht, ist für mich auch immer wichtig, dass ich nicht noch mehr tue. Je mehr man dann reingibt und macht und tut, desto schwieriger wird das Ganze. Oder desto verworrener, ja,
Also das auszuhalten, dass jetzt mal eben so ein Ding ist, wo man sich zurückzieht, wo man nichts tun kann und wo man durch viel Aktion eben auch noch mehr Verwirrung stiftet. Guckt euch das mal an. Bewahre deinen Glauben und dann kommt hier unten das Wunder und hier haben wir den Phönix, der sein Ego hier verbrennt in der Asche, in dem Feuer. Ein ganz, ganz großer Wandel eigentlich auch, eine ganz große Transformationsenergie. Ich habe hier von den Themen her Liebe, Fülle, Finanzen, Glaubenssätze auch, Verluste, die tatsächlich dazu geführt haben, dass man sich nicht ganz fühlt, vielleicht auch die Angst nur vor dem Verlust. Und hier kommt die Verwandlung und das Wunder. Der Regen kommt ja, Quatsch, der Regen, der Regenbogen kommt ja oftmals nach Gewitter und Unwetter und ist hier ein Versprechen, ein Hoffnungsschimmer für uns. Möglicherweise ist es im Moment sehr herausfordernd, aber genau diese Herausforderung braucht es, um zu überprüfen, inwieweit wir denn im Glauben festhalten. Der Regenbogen symbolisiert auch oft, dass etwas sich zum Guten wendet, dass man sich wieder bewusst macht, dass das Leben ein Wunder ist. Der hat hier alle Farben, ne? Alle Elemente auch mit drin. Und in Legenden ist der Regenbogen so gekennzeichnet, dass Gold am Ende des Regenbogens zu erwarten ist. Also auch Reichtum und Fülle. Es geht auch darum, die kleinen Wunder im Leben zu sehen, gerade wenn man so in den Ängsten sitzt oder wenn man denkt, irgendwas geht vielleicht von mir weg. Wir geben alle ja nicht auch gern her. Okay. Die Legung ist eigentlich so aufgebaut, dass sie uns sagt, dass wir Zweifel und Ängste ablegen und wieder die magischen Momente des Lebens wahrnehmen und auch zum Leben wieder Ja sagen können. Es gibt so eine Postkarte, die habe ich mal gekriegt von jemand. Da war so ein Klingelknopf drauf und auf diesem Klingelknopf stand, bitte drücken, Wunder kommt. Und ich glaube, dass das in uns viel mehr aufgehen muss, dass wir uns öffnen für die Dinge, die wir mit unserem begrenzten Verstand halt nicht fassen können, wo das Ego groß ist und sagt, nein, das kann ja alles nicht sein. Und auf der Karte so ganz klar, ne, wenn du an Wunder glaubst, dann drück drauf, dann kommt auch eins. Wir haben drei Vögel, ich nehme sie jetzt alle. Die Schwalbe. Ich kündige dir eine Zeit des Neubeginns und eine Wendung zum Guten an. Trostlosigkeit und Ängste dürfen mit meinem Flug von dir abfallen. Wunderbar, das passt sehr gut, ne? Und die Krähe. Da geht es um Botschaften von der anderen Welt und es geht dabei, ein Ungleichgewicht wieder ins Lot zu bringen. Und der Rotkardinal. Ja, hier haben wir die Liebe, die Fülle in der Liebe und hier kommt, wenn du Single bist, wird bald die Liebe zu dir finden. Falls du in einer Beziehung bist, wird die Leidenschaft bald wieder aufleben. Solltest du untreu sein, wirst du ermahnt, dem Partner treu zu sein. Dabei belassen wir es mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich drücke euch. Bis bald.